You asked for it. Und damit ein Hallo und ganz, ganz herzliches Willkommen zum vorletzten Match in unserem kleinen Hearthstone-Turnier. Wie gewohnt an meiner Seite und Amano über die Schulter blicken, der Krümel-Chris. Hallo. Jetzt muss ich erstmal gucken hier. Also, mit Uta fängt er an, der liebe Bergi. Bergi spielt nämlich gegen Amano um Platz 3, spielen die beiden jetzt. Ja, ich bin auch mal sehr gespannt, wie das ausgeht, weil Amano relativ aggressive Decks gespielt hat im Laufe des Turniers und Bergi eher langsamere Decks, aber mit genug Absicherung gegen aggressive Decks bisher. Bin mal gespannt, wie das läuft. Ja, ich meine, Bergi hat ja gesagt, er hat noch so ein bisschen was umgestellt jetzt, ne? Mal gucken. Während Amano gesagt hat, er hat seine Decks so gelassen. Glory to the Sindora. Elegant. Ach ja. Ja, genau. Da sagtest du mal, die wird so selten gespielt. Der Typ wird heutzutage so selten gespielt, obwohl es mittlerweile wieder mehr göttliche Schilder gibt als noch irgendwie vor ein paar Monaten. Von daher frage ich mich, warum sind wir eigentlich immer noch so überrascht, wenn der mal gespielt wird? Weil eigentlich ist es doch nur folgerichtig, dass der mehr wieder gespielt wird, weil es gibt jetzt Mechs mit Schilden und sowas alles und in diversen Matchups gibt es auch immer wieder was Neues, von daher. Ja, ich könnte mir aber vorstellen, dass das sowas ist, wo du, weißt du, wenn du so eine Karte dann irgendwie zur Seite geschoben hast, dann bleibt die erstmal irgendwie in Vergessenheit. Und wenn dann jetzt, weißt du, wenn du die öfter siehst, dann denkst du, ja, Mensch, könnte man die mal wieder reinnehmen. Ich glaube, dass das damit dann so, weil das einfach in Vergessenheit gerät, ne? Oh, der hat ja einen sehr guten Job gemacht. Er hat einen Feuerball gefressen und den lustigen Neutron ausgeschaltet komplett. Also ja. Der hat seinen Job gut gemacht. Ah, jetzt kommt der gemeine Messerjongleur. Der kann auch nervig sein, das muss man ja mal wirklich sagen, ne? Dadurch entwickelt sich das Spiel so ein bisschen anders als sonst. Normalerweise würde man von dem Mech-Magier-Deck, was Amano spielt, erwarten, dass es so in den ersten Runden die Zügel in die Hand nimmt und aggressiv auf den Gegner losgeht. Aber es ist nie dazu gekommen. Mal gucken, was ist denn hier so überhaupt noch so? Er hätte sich auch überlegen können, hätte seinen Mech-Warper spielen können und dann vergünstigt den Shredder spielen können, dann hätte er seinen Mana auch effektiver benutzt. Vielleicht will er den Mech-Warper vor irgendwas schützen, aber muss er nochmal irgendwann spielen, weil sonst verliert er das Spiel noch langfristig. Das ist halt immer so ein bisschen schwierig, ne? Das sieht man ja einfach ganz oft und ich kenne das von mir selber auch, dass du Karten dann zurückhältst und dann einfach während des Matches merkst, hättest du die bloß vorher gespielt. Jetzt ist eigentlich schon zu spät und verliert man wegen so einem Käse, ne? Also das passiert ja einfach. Also ich meine, man muss immer so versuchen, die nächsten Züge schon vorauszuplanen. Ich meine, er hat wahrscheinlich so belegt, so im nächsten Zug wird er seinen großen Himmelsgolem vielleicht spielen wollen. Jetzt hat er sich's anders überlegt, weil er noch den kleinen Gnom bekommen hat und sich jetzt dieser Zug mehr lohnt. Von daher, vielleicht hat er irgendwie, ich meine, jetzt könnte er natürlich im nächsten Zug könnte er den Mech-Warper spielen und dann den Himmelsgolem vergünstigt bekommen und dann auch wieder einen guten Zug machen. Also er hat auch viele Gottesschilder in seinem Deck, ne? Also muss man doch schon sagen. Und bestimmt, im Hinblick auf die Karte, die er mitgenommen hat. Ja, aber die ist natürlich noch lustiger, wenn du damit von deinen Gegnern die Gottesschilder runter machst. Ja, natürlich. Aber das ist ja was, da kannst du ja immer nur hoffen, dass jemand sowas dabei hat, ne? Das ist ja... Das stimmt wohl. Weil der Gegner ja garantiert das mitbringt oder das spielt, womit du überhaupt nicht rechnest. Da gibt er dem Schneeschieber noch ein bisschen Angriff in Hoffnung, dass er stattdessen den angreift, weil er den für eine größere Bedrohung hält als den Mech-Warper. Weil normalerweise, wenn die einfach bloß beide so rumliegen würden, wird er natürlich den Mech-Warper angreifen, weil das halt, weil die Kostenreduktion für andere Mechs halt zu mächtig ist. Ja. So lässt er aber beide einfach stehen, ist auch interessant. Hat er den Rüstmeister auf der Hand? Ja, hat er. Okay, das würde den Zug so ein bisschen erklären. Also, dass er jetzt halt versucht, so ein Board mit vielen kleinen Dudes aufzubauen.
und dem auf ein, vielleicht zwei runternimmt, also Amano ein oder zwei runternimmt, aber mehr halt nicht, weil Mechmagier selten irgendwelche großen Board-Wipes hat. Jetzt kann er noch so ein Dude spielen und dann den Rüstmeister und dann hat er halt schon ein ziemlich starkes Board. Da kommt er schon, ja. Ja, das Das ist dann Gesicht. schon, ich wollte gerade sagen, das ist dann schon schmerzhaft und damit ins Gesicht zu gehen, ist natürlich auch eine Art, um da Druck auszuüben, ganz klar, ne? Ich finde, er kann es sich aber auch gut erlauben, da in der Situation das Board zu clearen. Weil der Mechmagier hat nur noch zwei Karten auf der Hand, das Deck hat nicht so viel Möglichkeiten, Karten zu ziehen. Dem geht halt eher irgendwann automatisch der Sprit nach einer Weile aus, von daher. Gut, so hat er jetzt ein bisschen Bedrohung aufgebaut und hat jetzt mit 9 Schaden, die er gerade noch auf dem Board liegen hat, ist der Gegner gerade genau noch nicht tot. Oh, was hat er denn da sonst noch so? Gott, Gottesschild, stellt Leben wieder her. Übernimmt Kontrolle. Nee. Na gut, so kann man natürlich den Ja. Gegner auch umbringen. Bei einer ordentlichen Weihung. Ja, dann, ja, GZ GZ an Birgi. Birgi, ja. Man schreibt Birgis kurz AFK, okay. Das war aber ein sehr interessantes Spiel, das ein bisschen anders gelaufen ist, als man das normalerweise erwarten würde. Ja, das Normalerweise stimmt hätte ich wohl, ja. gedacht, dass der Paladin so in Zug 6, 7, 8 zurückkommt und so langsam sich die Kontrolle wieder auf dem Board vom Mechmagier zurückerkämpft. Dazu kam es aber nicht so richtig. Dessen war der Mechmagier bei Zug 7, 8 oder sowas. Nee, ich glaube, wir waren noch ein paar Züge weiter. Ich glaube, wir waren bei Zug 9 oder so. War der Gegner halt tot. Ja, das ist schon, das ist auch gerade, wenn du nicht so Kartendecks hast, die vielleicht so jeder mit sich rumschleppt, dann können da, glaube ich, echt so ganz interessante Spiele bei rauskommen. Ich glaube, dass deswegen auch das Kartenchaos insgesamt so interessant und nett zu spielen ist oder die Arena-Spiele. Weil du nicht so richtig einschätzen kannst, was der Ja. Gegner genau macht. Das ist richtig. Du musst halt immer, eigentlich müssen sich beide Seiten in den ersten Zügen irgendwie Gedanken darum machen, was spiele ich? Spiele ich der versucht, den Gegner möglichst schnell umzubringen? Oder spiele ich der versucht, das möglichst lange hinauszuzögern und den Gegner quasi zu zermürben auf Ja. Dauer? Und ich meine, in manchen Matchups, wenn du halt weißt, so, der Gegner spielt jetzt, was weiß ich, wo ist das relativ eindeutig, wenn du zum Beispiel der Gegner spielt Schamane, da gibt es relativ wenig Decks, die aktuell da häufig gespielt werden, da weißt du relativ, wie schnell die mächtig werden und wie schnell die halt auch nicht mächtig werden können. Da kannst du relativ gut einschätzen, welche Rolle du da aber nehmen musst und halt entsprechend spielen, weil wenn du halt den Gegner möglichst schnell kaputt machen willst, dann willst du halt nicht Minions tauschen, sondern willst halt immer Schaden ins Gesicht machen. Außer es ist wirklich ein sehr, sehr guter Tausch für dich auf dem Board. Und andersrum willst du halt möglichst vermeiden, Schaden zu kriegen und halt Minions auf dem Board tauschen. Ja, das ist schon, also da gibt es ja schon viele Möglichkeiten einfach. Ne? Und manchmal ist man auch so, ich habe das jetzt gehabt, ich habe irgendwie vor ein paar Tagen nachmittags mal ein bisschen gespielt und war dann teilweise so, da war gegen Jaina irgendwie ein Spiel, da war ich so verwirrt, weil da ganz andere Sachen gespielt worden sind, als ich das überhaupt jemals gesehen habe. Da waren ganz merkwürdige Karten dabei und so. Und das ist schon, das finde ich schon ganz cool. Das ist, glaube ich, gar nicht so dumm, sich ein Deck zu bauen, wo das Gegenüber vielleicht nicht mitrechnet, dass Ja. sowas mitgenommen wird, ne? Das ist schon klar. Also, da hatte ich irgendwie auch gestern eine Partie gegen einen Paladin, bei dem ich irgendwie auch jetzt im Nachhinein immer noch nicht so ganz verstanden habe, was da der Sinn und Zweck von dem Gesamtkonzept von dem Deck war. Aber es war trotzdem relativ knapp, weil er halt immer irgendwie so Sachen machen konnte, die mich überrascht hatten. Wo ich so Ja. dachte, okay, jetzt hast du diese Karte, okay, da hätte ich jetzt absolut nicht mit gerechnet. Ja, weil das ist dann schon, dann sitzt man da manchmal und denkt, hä? Damit habe ich nun nicht gerechnet. Das ist schon, ja, das gibt's schon. Das ist auch ein interessantes Matchup hier. Zu Warlock gegen grimmiger Gastkrieger. Normalerweise würde ich sagen, dass das der Zu Warlock gewinnen müsste, außer der Krieger hat wirklich, ja, Glück.
Ja, ich Und auch schaue mal, was der er so auf der Anfangshand Hand hier. hat. Also er hat, was hat er denn? Ach so, erhaltet am Ende eures Zuges eine Traumkarte. Das Ding, den Schildblock hat er auf der Hand, den Gedankenkontrolleur, den komischen Akolyten des Schmerzes und die Rüstungsschmiedin ist auch da. Der Gedankenkontrolleur kann noch sehr, sehr wichtig werden in dem Spiel. Schon im nächsten Zug, weil so wie Amano Karten auf der Hand hat, wird er jetzt wahrscheinlich auch zwei Minions aufs Board spielen. Und dann da einen von für sich selber zurückzukriegen, wäre halt schon ziemlich wertvoll für Birgi. Aber er spielt den doch nicht, okay? Er hat jetzt noch die Möglichkeit gehabt, so einen Unteroffizier zu spielen, aber hat sich dagegen entschieden. Okay, muss natürlich jetzt versuchen zu überleben bis so Zug 6 erstmal, falls er irgendwie den Imperator ziehen kann. Ansonsten bis Zug 9, 10, damit er halt seine großen Kombos machen kann. Und der Hexenmeister muss halt versuchen, genau das zu verhindern, Gegner halt bis Zug 7, 8, 9 umzubringen. Bisher sieht es relativ gut für ihn aus. Auch wenn dieser Zug jetzt ein bisschen ineffizient ist, weil er eben den Unteroffizier nicht gespielt hat. Und jetzt hat er noch 2, 4 Kosten-Minions auf der Hand, muss jetzt ziehen. Sieht er zwar wieder was er gleich spielen könnte, aber. Man schaltet sich auch wieder nicht den Unteroffizier zu spielen, um gleich das Minion auszuschalten. Interessant. Weil so erlaubt der Birgi jetzt halt da zwei Karten von seinem Akolyten zu ziehen, was halt genau das ist, was er mit dem Akolyten machen will. Ja. Ja, siehst du, was hat er denn da jetzt noch Schönes? Den Biss des Todes. Aha. Und Schildschlag hat er auch noch. Ja, spielt aber relativ riskant hier mit, dass das Messer genau den Minion trifft. Und jetzt zieht er auch keine Karte. Also, da hat er jetzt noch zwei Mana übrig gehabt und er muss eigentlich das Tempo aufrechterhalten in diesem Spiel. Lebenspunkte sind eine Ressource. Ja, da wird jetzt wieder aufgebaut. Weil an Minions ist tatsächlich auch, naja gut, er hat noch den Gedankenkontrolleur hat er. Im nächsten Zug hätte er die Ja, Schildmaid Birgi muss jetzt theoretisch, überlegen, aber. was er genau angreift. Also natürlich das offensichtlich wäre irgendwie den Unteroffizier angreifen, weil das Minion mit dem meisten Schaden auf dem Board ist. Andere Option wäre jetzt gewesen, den Knappen anzugreifen, um das Gottesschild wegzumachen, um halt beim Angriff im nächsten Zug mit der Waffe, die halt nochmal einen Schaden auf alles auf dem Board macht, halt auf jeden Fall den Knappen auch mit zu erwischen, weil er dann halt das Schild nicht mehr gehabt hätte. So muss er jetzt in den Void Walker reingehen. Vielleicht? Ja, okay, gut. Ah, jetzt kommt die Rüstungsschmiede nochmal, ja. Na, jetzt kriegt er nur jede Menge Rüstung. Ja, das hat sich dann natürlich schon gelohnt, ja. Aber da wäre halt auch noch der Knappe und damit ein wichtiges Ziel für Buffs weg gewesen, wenn er den Knappen angegriffen hätte. Selbst obwohl, ich meine, er wird sich denken, so, ich habe eine Waffe mit viel Schaden, will ich das jetzt unbedingt nutzen, um dieses eine Gottesschild auszuschalten. Aber wenn er das angegriffen hätte, dann wäre der Knappe jetzt halt komplett tot und nicht in 2-2. Ja, das ist wohl wahr, ja. Also ich meine, er hat noch den, also der Schwarze Ritter hat er noch auf der Hand, ne? Da würde ja dann ein feindlicher Diener mit Spott vernichtet werden, da könnte er den Zwerg halt wenigstens drin, weißt. Aber kostet halt auch 6, kann er dann ja nicht weiter irgendwas machen. Und Amano macht natürlich schon Ja. Tempo, ist ja klar. Ja, aber er kriegt er jetzt noch Rüstung wieder durch seinen Angriff von dem Gedankenkontrolleur auf den Knappen wahrscheinlich. Ja, er scheint zu Und überlegen, Amano ne? hat jetzt halt nicht so die mega Hand jetzt noch. Er hat jetzt halt Mal'Ganis noch auf der Hand, das bringt ihm aber nicht, solange er keine anderen Dämonen noch auf die Hand kriegt schnell. Und daher hat er nochmal einen super Buff für Dämonen, was ihm halt auch nichts bringt, weil er keinen Dämon auf dem Feld oder auf der Hand hat, den er damit buffen könnte. Ihm fehlen so ein bisschen die Optionen. Wenn so das, was jetzt gerade auf dem Board noch steht, weg ist, dann gehen ihm aktuell so ein bisschen die Optionen ab. Natürlich kann sich das sehr schnell ändern, wenn er halt genau die richtigen Karten top deckt, aber wir werden es sehen. Ja, die will er nicht haben, den Golem. Der bringt ihm nichts. Ich meine, das ist ein potenzielles Ziel, aber mehr halt nicht. Muss ich halt wirklich überlegen, ob er jetzt noch eine Karte zieht, auch wenn natürlich seine Lebenspunkte langsam runtergehen.
Ich glaube nicht, dass er die Karte benutzen will, um das Ding auszuschalten. Na gut. Aber er kann es natürlich notfalls auch machen. Ja, und jetzt muss man mal gucken, was Bergy macht. Er hat jetzt noch Dr. Boom, hätte er auch noch auf der Hand. Ne? Ach, da kommt der fiese Zuchtmeister auch noch nach. Halt nicht so einfach, ne? Er hat halt an. Da kommt er ja, dann spielt er den Zuchtmeister, ja. So, damit kriegt er noch eine zusätzliche Ja. Rüstung und mit dem 3-Angriff kann er halt gleich auch eins von den gegnerischen Minions ausschalten. Und dann die Schildmaid hinterher. Ja, das macht schon Sinn. Hat er nur ein Problem, dass es wahrscheinlich. Nein, er tappt, okay. Gott sagen, dass Amano hätte jetzt auch einfach Mal'Ganis spielen können. Blöd wäre ein bisschen gewesen, dass halt gerade genug Schaden rumliegt, um ihn umzubringen. Von daher hätte er dann wahrscheinlich den Zuchtmeister umbringen wollen, so wie jetzt auch schon. Aber er hat sich dagegen entschieden, das zu machen. Da kommt Ist Dr. halt sehr Boom. langsam. Ich weiß nicht, ob Amano sich das erlauben kann, da noch langsame Züge zu machen und vor allem halt auch sehr Mana-ineffiziente Züge. Ne? Bei 9 Mana einen Zug machen, der gerade mal 4 verbraucht, ist halt nicht so das, was er idealerweise Nicht machen sollte. optimal, ja. Jetzt hat er Mal'Ganis und hat den Todeswächter. Ich würde fast sagen, er muss den Todeswächter spielen, auch auf die Gefahren, dass er Mal'Ganis abwirft. Er muss jetzt einfach irgendwas mit dem Board machen, sonst ist er nächsten Zug tot. Oder er spielt Mal'Ganis. Das ist. Ja gut, die Bombe war natürlich goldig. Gut, die Bombe war ihr Gold wert. Jetzt muss Birgit nur noch irgendwie 4 Schaden kriegen, dann. Oder Big Game Hunter, dann ist das Spiel schon wieder vorbei. Ja. Aber den hat er gerade auch erst gezogen, tatsächlich. Die guten Top-Decks, ja. Ja, dann GZ Ja, gut. Birgi. Birgi hat übrigens jetzt auch einen YouTube-Kanal aufgemacht, hat er erzählt. El Birgi. El Birgi, jawohl. Macht er halt. Ja, ich meine, es bietet sich auch an, oder? Wenn du sowieso Hearthstone am Zocken bist und wieso nicht aufnehmen? Also kann man ja machen. Ja, kannst du machen. Amano wechselt wieder. Hat jetzt bisher mit keinem Deck zweimal gespielt, obwohl er nicht wechseln muss. Gleich die Klerikerin in der Starthand, das ist natürlich schön. Wenn man da nicht drauf Ja. warten muss, weißt du, wann kommt sie denn? Wann kommt sie denn? Das ist, glaube ich, ganz nett. Ja, ich bin mal gespannt, wie hilfreich die ist gegen dieses etwas aggressivere Paladin-Deck, was Amano hier hat mit Murlocs, wie es aussieht, und vielen kleinen Minions. Was hat er denn jetzt nachgezogen? Ach, hat er die rausgeschmissen? Tatsächlich, er hat die Klerikerin rausgeschmissen. Schattenwort-Tod. Den Schrumpfmeister ist ja auch ein geiler Name. Voljin? Was ist da? Und einen dunklen Wahnsinn. Und Dr. Boom. Also er hat die Klerikerin tatsächlich rausgeschmissen. Ich glaube, ich hätte die behalten. Ich würde mich immer so freuen, wenn ich die gleich am Anfang habe. Ich müsste sie ja nicht am Anfang spielen, weißt. Aber ich habe da manchmal echt so das, weißt, manchmal wartest du dann auf eine Karte und dann kommt sie nicht. Aber hier kommt sie jetzt Ja, nach, ich ja. weiß auch nicht, warum er die da rausgeworfen hat, diese Malweise, wenn er die irgendwo hier spielen will, in dem Matchup. Ich meine, vielleicht ist er sich nicht sicher, was genau für ein Paladin Amano spielt. Kann sein, ja. Ich meine, er hat Aber sie jetzt gegen ja die meisten Arten nachgezogen, Paladin. aber ja, ich hätte die auch behalten. Also, ja. Aber er hat sie ja gleich nachgezogen, von daher. War alles geplant, meinst du? Das war geplant, das war Taktik. Ich verlasse mich ja immer nicht auf mein Glück, weil ich habe da nicht so das glückliche Händchen. Boah, könnte jetzt noch einen Erntegolem spielen. Müsste natürlich überlegen, ob er das macht, weil Birgi das halt wieder zum Kartenziehen nutzen könnte. Und Birgi hat ja Zeit. Also als Priester hast du alle Zeit der Welt normalerweise. Außer der Gegner baut richtig viel Druck aus und Amano entscheidet sich dazu, gar nichts zu spielen. Da kommt der Interessant. Zombie. Ich meine, er kann im nächsten Zug kann er mit der Münze kann er Folgen spielen.
wäre zumindest interessant. Ansonsten hat er nicht besonders viel mehr Optionen, als er eben hatte. Ja, komisch, manchmal ist das einfach, da hast du so viele Karten auf der Hand, ne, und... Und nichts passt. Ich meine, er hat halt ein paar sehr große Karten vorhanden, wie zum Beispiel Tyrion, den er halt irgendwie jetzt noch nicht braucht in Zug 4, sondern halt in Zug 8. Und dann halt so Sachen wie Gleichheit und sowas, dass ihm halt bei dem Board, was da rumliegt, auch nichts bringt und auch alleine vor allem nichts bringt, ohne dass er irgendwelche Minions auf dem Board hat. Da kommt der nächste Zombie. Ja, gut. Ein seltsames Spiel. Manu will nichts spielen, Birgi will als Ergebnis dessen auch nichts spielen, weil sie wahrscheinlich irgendwie denkt, warum spielt Amano? Ja, was, aber was das da los? Ist schon, ich meine, da überlegst du dann ja auch, na, was macht er denn, worauf könnte er denn hinspielen, ne? Als hat er immerhin ihm ein nerviges Minion in den Weg geworfen, was halt irgendwie blöd für ihn zu handeln ist. Sein hat noch irgendwelche Buffs gezogen oder irgendwie direkten Schaden. Nee, er hat nichts mit Welt 3 Leben wieder her. Er könnte Vol'jin spielen natürlich. Ja, den. Oder den, ja. Man muss ja trotzdem alles, was er hat, da reinschmeißen. Ach nein, nein. Ach, das ist super. Ein super Zug. Ja, aua, Mensch, ne? Das tut dann schon denkst weh. Du die, da denkst du, die blöden Zombies stehen da rum, heilen dich irgendwann, denkst du? Ja. Das tut dann natürlich schon weh, also. Das muss er mal nur überlegen, was er weiter machen will. Er hat jetzt halt die letzten Syrinis gespielt, um Birgi davon abzuhalten, Karten zu ziehen, aber jetzt hat Birgi halt irgendwie ein Board aufgebaut, was ihn nicht nur nervt, sondern halt auch umbringt in den nächsten zwei Zügen. Jetzt könnte noch ein Sengen Schildmeister spielen, aber ja. Hat sich auch überlegt, den Seelenpriester, die Seelenpriesterin zum Schweigen zu bringen, weil er hat halt Schweigen gerade gezogen. Aber dadurch kann Birgi sich natürlich wieder selber heilen und kann halt natürlich wieder dann stattdessen Karten ziehen. Das ist halt so, für ihn ist das halt so die Wahl zwischen Pest und Cholera. Ja. Entweder der Gegner kann Schaden machen und räumt meine ganzen Minions mit seiner Heldenfähigkeit weg, die halt für 2 Mana 2 Schaden verursachen, ist halt ziemlich geil, ne? Ja, auf jeden Fall. Kann man nicht anders sagen. Oder er zieht halt irgendwie noch mehr Karten. Okay, gut, jetzt kann er, glaube ich, einmal aufatmen, jetzt kann er mit Gleichheit und Weihe kann er das Board jetzt einmal aufräumen. Ja, dann ist aufgeräumt, das ist wohl wahr, ja. Nächsten Zug kommt dann wahrscheinlich Tyrion, von daher. Da gibt es jetzt schon für ihn Optionen, wo er sich jetzt vielleicht überlegen wird, ob er stattdessen Dr. Boom mit dem Aldor einfach auf einen Angriff reduziert. Ja, dann ist er ja nicht mehr wirklich gefährlich, ne? Was hat er denn da? Ach, den Bär hat er jetzt hier noch. Bombe silencen, okay. Ach ja, kann man auch. Ja, dann muss er jetzt aber auch Aldor spielen, sonst ergibt dieser Zug keinen Sinn. Na gut, er kann aber noch im nächsten Zug Tyrion spielen, aber hat dann wahrscheinlich nichts Gutes, um seinen Zug schön auszurunden. Und der Gegner macht trotzdem einfach seine Minions kaputt. Ja, das ist natürlich schon. Ja, das sind diese Momente, wo man denkt, oh scheiß Priester, ey. Ich spiele irgendwas und meine Minions machen sich gegenseitig kaputt, danke. Schafft aber nur nochmal das
das Comeback. Zurzeit sieht es ja nicht besonders gut für ihn aus. Ja, das Vor allem jetzt stimmt. noch mit Birgi hat dann immer noch Vol'jin auf der Hand, Ja, ne? der wird jetzt auch gespielt, ne? Ja. Da wird gleich wieder Leben Lord Tyrion reingesteckt, wird das ja. ein bisschen eindämmen, was da auf dem Board ist. Und er hat noch eine zweite Gleichheit gezogen. Vielleicht spielt er das erst, greift dann irgendwas an, um das kaputt zu machen. Beziehungsweise lässt Fugen das angreifen. Und spielt dann Tyrion. Aber er sollte trotzdem mit seiner Waffe Dr. Boom kaputt machen. Oder den anderen. Wahrscheinlich, Dr. Boom wäre wahrscheinlich gesünder. Einfach damit er nicht mit seinem Angriff das Gottesschild kaputt macht, sondern halt das Gottesschild auch noch möglicherweise was mitnimmt. Ja, Ja, da wird nochmal der dunkle Wahnsinn gezogen. Und jetzt ist nämlich hier auch auf der Hand einfach schon nicht mehr so wirklich viel, ne? Also hier ist noch die Ja, aber Schattenpriesterin und so, aber ja, es also. ist ja trotzdem relativ eng für ihn im Moment, ne? Hat halt sechs Lebenspunkte, klar, hat Ja. jetzt eine dicke Waffe in der Hand, hat vielleicht auch noch ein paar Möglichkeiten, nächstes irgendwas zu machen, aber mit so zwei Lebenspunkten, weil ich muss jetzt überlegen, greife ich den jetzt an, dann habe ich zwei Lebenspunkte. Dann können mich alle möglichen verschiedenen Sachen vom Priester können mich umbringen, wo er nicht sicher weiß, ob der Priester das hat, ne? Ja, das stimmt natürlich, ja. Aber er muss es machen, weil ansonsten ist er den Zug danach auf jeden Fall tot. Also relativ sicher, außer er zieht irgendwie Weihe oder sowas. Na, was will er angreifen? Ja, scheint sich nicht ganz schlüssig, ne? Ja, ist eine blöde Situation. Aber ich meine, egal ob er angreift oder nicht, die gleichen Sachen, die ihn jetzt in dieser Situation tot machen, Machen ihn retten ihn sonst die tot nächsten gemacht. Runde, ja, Also. das denke ich auch. Von seinem eigenen Golem Oh, erschlagen. gemein. Gemein. Tja, es war Ja, ein dann war doch Glückwunsch ein an ganz Birgi für klar. diese Ja, sehr ich wollte souveräne gerade Vorstellung. sagen, das war doch wirklich sehr souverän gespielt. Das kann man nicht anders sagen. Ja. Birgi zum Platz. Und Ja, sicherlich war da auch ein bisschen Glück dabei, dass er zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Sachen gezogen hat, aber es war schon sehr souverän runtergespielt, muss ja. man schon sagen. Respekt. Damit hat er eindeutig den dritten Platz verdient. Ja, auch an Amano ein Dankeschön fürs Mitmachen. Ich meine, Vierter, es waren ja nun doch einige dabei, ist nur auch nicht so übel. Der vierte Platz ist halt immer so dieser undankbare vierte Platz. Ist halt irgendwie so, Aber ja, trotzdem danke fürs Dabeisein. Es gibt ja auch für den vierten Platz, gibt's ja viel. Ja, eben, das denke ich auch. Ich meine, Gewinne kriegen sie ja beide, ne? Also so ist es nicht. Also es gibt ja immer noch die Kartendecks, die bekommen die vom ersten bis zum vierten Platz. Werden Kartendecks, Booster-Pakete verschenkt. Ja, und morgen kommt dann auch schon auf unseren Kanälen das Finale. Also das gibt es dann morgen zu sehen. Ja. Und ich würde sagen, dann hören wir uns da wieder. Ja, das sehen wir dann ja, wer da das große Finale gewinnt, aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich danke fürs Zuschauen.